Wir haben mehrere Brands gemacht und zwei davon waren Fantasy und eins davon war ein Hybrid-Setting, das war Elex. Und das hat sich dann erwiesen, dass Elex tatsächlich das erfolgreichste war von den ganzen Spielen. Die Publisher-Branche ist verzweifelt. Fünf geniale Tricks für ein durchschlagendes, erfolgreiches Spiel. Das wollen wir uns heute angucken. Wir haben auch einen Vertreter dabei, der sozusagen uns alle Geheimtipps erzählen kann, wie man Millionen und Abermillionen von einem Spiel einfach so verkauft. Herzlich willkommen zu einer neuen Deathplay-Folge. Ich bin Jan von Deck 13. Anthony von Keen. Björn Pankratz, Game Designer, Creative Director der Spielreihen Gothic, Risen und Elex. Und wie du das gerade so schön gesagt hast, Björn, das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Einstieg, denn jeder hat von euren Spielen gehört, glaube ich. Es gibt wirklich, glaube ich, niemand, der, wenn du sagst, Elex, Risen, Gothic, der oder die sagt, hä, was ist das? Wo kommt das her? Kenne ich nicht. Und ihr habt sehr, sehr viele erfolgreiche, und du warst Teil von sehr, sehr vielen erfolgreichen Spielereien. Und dann gucken wir uns um, und das ist so ein bisschen das Thema heute, und auf einmal, zack, kommt da irgend so ein Spiel von irgend so einem Entwickler, ja, mit einem Namen, den man auf Deutsch gar nicht richtig aussprechen kann, und alle spielen es. Und da steckt natürlich viel mehr dahinter als irgendwas und irgend so einer. Und zum Glück haben wir irgend so einen von dem Team hier. Das ist Anthony, ihr kennt den ja auch schon, von Keen Games. Und natürlich seid ihr nicht irgendein neuer Entwickler, sondern ihr seid schon lange dabei. Und ich glaube, der Erfolg von Enshrouded hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Und ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, natürlich werden wir euch vielleicht nicht direkt die fünf Geheimtipps für euren eigenen Mega-Erfolg zeigen, aber ich glaube, man kann schon ein bisschen sehen. Das wäre auch heute so ein bisschen das Thema, glaube ich. Was steckt da eigentlich dahinter? Ist das wirklich so? Gibt es einfach so Boom, Explosion? Der Megatitel ist da. Man kennt es vielleicht noch so ein bisschen von, ich weiß nicht, Angry Birds oder ähnlichen Spielen. Wo man sagt, ja, da haben sich ein paar Leute hingesetzt und auf einmal im Lotto gewonnen und ja, ab jetzt sind die reich und verkaufen. Anthony, vielleicht erstmal, ich glaube, das ist auch ganz spannend. Wie war das bei euch, als ihr gemerkt habt, Enshrouded, ihr released das Spiel und auf einmal spielen das eine ganze Menge von Spielern, es klettert die Steam-Charts hoch und ihr seid wirklich ganz oben dabei mit den allergrößten, mit riesen Userzahlen. Wie war das für euch? Wie war das Gefühl? Es war auf jeden Fall natürlich super. Also wir hatten ja schon die Erwartungshaltung, dass es nicht so schlecht laufen wird. Man weiß es ja auch nie so genau. Wir hatten ja zumindest schon ein ganz gutes Polster an Leuten, die es auf ihre Wunschliste gesetzt hatten, das Spiel. Wir hatten ja im letzten Jahr davor eine Demo, die relativ erfolgreich gelaufen ist. Also wir hatten schon die Hoffnung, dass es ganz gut laufen würde und wir dann halt auch entsprechend gut weitermachen können. Aber dass es halt so sehr dann einschlägt, hat sicherlich keiner erwartet bei uns. Ich meine, ich glaube auch, das lässt sich auch kaum planen von langer Hand. Wir haben jetzt halt auch nicht die riesen Marketingbudgets oder sowas in der Richtung gehabt, wo dann große Firmen mit AAA-Produkten halt einfach über lange Zeit einen großen Hype aufbauen und dann beim Release nochmal richtig auf 12 drehen und dann kann man schon davon ausgehen, dass da was bei rumkommen wird, wenn das Spiel nicht schlecht ist. Aber ja, als, ich sag mal, größerer Indie, der wir ja irgendwie sind, also publishen das ja auch selbst, zum ersten Mal Publisher quasi dieses Mal, ist halt auch was, wo man natürlich eine Menge ja, Dinge bei lernt und auch eine Menge Unwägbarkeiten mit drin sind. Und ja, insofern war die Nervosität schon auch groß, obwohl wir die Erwartungshaltung hatten, dass es gut, ganz gut laufen wird. Ein Problem, was in dem Kontext ja auch noch passiert ist, oder Problem, kann man sich fragen, ob es eins war oder nicht, ist halt Palworld direkt davor gelauncht. wenige Tage, die ja nun noch viel krasser abgegangen sind, unterm Strich dann. Also, und das bei uns natürlich schon einen kurzen Schreckmoment ausgelöst hat, so, oh Gott, ja, kriegen wir überhaupt noch irgendwelche Aufmerksamkeit, wenn jetzt alle über Palworld reden die ganze Zeit nur noch. Aber auch das hat der Sache zum Glück überhaupt keinen Schaden zugefügt, sondern lief ja trotzdem mehr als gut in der Hinsicht. Da waren wir natürlich alle sehr happy. Verrückt. Sag mal,
Wart ihr zusammen irgendwie in eurem Büro und habt auf die Zahlen geguckt oder wart ihr irgendwie im Homeoffice und habt euch Nachrichten rumgeschrieben? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn es dann wirklich losgeht? Wenn man wirklich dann sieht, okay, wir haben es live geschaltet, wir gucken uns jetzt die Metrics an, wir gehen auf unsere Webseiten, auf unsere Portale und gucken, wie viele User sind das, wer kauft das, wo wart ihr zu diesem Moment? Wie habt ihr das, wie hat das funktioniert? Es war auf jeden Fall verteilt. Also ist es ja immer noch so, dass bei uns ein Großteil eben nicht im Büro arbeitet, sondern halt irgendwie von zu Hause aus. Wir haben ja dann auch irgendwann während der Pandemie halt auch angefangen, Leute im Prinzip im Ausland einzustellen, die da halt auch nicht wegziehen wollen. Ja, also ist jetzt sicherlich auch ein kleinerer Teil, aber also ja, insofern waren dann auch Leute im Büro, die es dann live da beobachtet haben, und aber auch Leute, also ein Großteil war zu Hause, haben uns dann halt über ja, online zugeschaltet und dann miteinander gequatscht und Streams geschaut oder uns auf Dinge aufmerksam gemacht, die da draußen dann zu finden waren. Also viele auf Twitch geguckt, was da abging. Da waren dann auch viele Leute dabei, die das Spiel halt gespielt haben, die wir auch nicht dann dazu angestiftet haben, groß. Also wir haben jetzt dann nicht da Leute bezahlt und gesagt, bitte spielt es, sondern schon halt natürlich Keys verschickt an Leute, aber halt schon ja, gehofft, dass es Leute halt dann auch mögen. Und zum Glück ging da halt auch einiges, was sicherlich natürlich geholfen hat, dann den Launch zu beschleunigen, dass dann halt sich auch einige ja, große Streamer dann da beteiligt haben, das Spiel zu spielen und Spaß dabei zu haben, mit Freunden dabei. Und ja, insofern war das natürlich eine spannende Nacht oder auch noch die Tage danach, wenn dann Leute halt irgendwie im Chat dann posten, hat er das schon gesehen und der hat das gebaut oder solche Sachen halt. Gibt's natürlich ganz viel. Also bis jetzt, also wir haben extra einen eigenen Channel intern, wo wir dann immer wieder Sachen posten, wenn man irgendwo was im Internet entdeckt, was interessant, witzig oder irgendwas ist, um das wir uns kümmern sollten. Zu dem Thema kann man auch sagen, dass es am Anfang ja auch kurz Probleme gab. Wir hatten Crash beim Öffnen der Serverliste, weil die halt zu lang wurde. Da haben wir echt vorher noch lang drüber geredet gehabt, so funktioniert das auch wirklich? Was muss man dann auch machen, damit das auch so ordentlich funktioniert? Und am Ende hat es dann doch nicht funktioniert. Oder zumindest ein anderer Teil nicht funktioniert, den wir noch nicht erwartet hatten. Zum Glück konnten wir das schnell patchen, weil wir hatten kurzzeitig echt auch nicht so gute Reviews, deswegen. Und das hat sich dann aber zum Glück sehr schnell gedreht, was ja dann uns auch ganz schnell so einen Hahn wieder zudrehen kann, wenn man da dann eben nicht schnell genug hinterherkommen kann mit sowas. Das kannst du laut sagen. Das war nämlich eine Sache, die wir bei unserem Release von Atlas Fallen letztes Jahr hatten. Aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Erst hätte ich nochmal eine Frage an Björn, weil wir auch gesagt haben, wie sehr weiß man das vorher? Du hast es gerade gesagt, ihr wusstet schon, dass das ungefähr wahrscheinlich ganz gut werden würde. Ihr hattet erste Informationen dazu. Björn, ihr habt ja auch oft mal, seid ihr ja von einer Marke damals auf die andere gesprungen, von Gothic auf Risen, von Risen auf Elex. Und da habt ihr bestimmt auch ganz genau hingeguckt, wie das funktioniert. Konntet ihr da sozusagen schon Leute mitnehmen von vorher oder war das ein großes Risiko, dass ihr auch gedacht habt, bemerkt das jetzt jemand? Kauft das jetzt jemand? Wie war das bei euch? Wart ihr euch sicher? Konntet ihr euch sicher sein? Oder hattet ihr bestimmte Methoden? Habt ihr bestimmte Maßnahmen ergriffen dafür, dass ihr da irgendwie möglichst viel ja, vorher schon sicher sein könnt mit Ja, eurem die Track berühmten Record? Maßnahmen, die man immer ergreift, ne, um irgendwelche Sachen zu verhindern oder so, weil Maßnahmenkatalog, der war so lang wie, keine Ahnung, ne, das Vorstrafenregister von Al Capone oder so. Ja, also ich meine, ist ehrlich, also das ist überhaupt nicht berechenbar gewesen, so. Ja, wir haben mehrere Brands gemacht und zwei davon waren Fantasy und eins davon war ein Hybrid-Setting. Das war Elex und das hat sich dann erwiesen, dass Elex tatsächlich das erfolgreichste war von den ganzen Spielen. So, jetzt kann man sagen, ja gut, es gibt viele Gründe dafür, warum das so ist. Ja, erstmal die Zeit. Es gibt mehr Spieler. Ne? Seit damals, wann haben wir denn angefangen? 2001 ist Gothic rausgekommen. Ja. Oder liegt es an dem Spiel selber? Ist es der Singleplayer? Oder muss man jetzt auf Multiplayer setzen, wie im Fall von Enshrouded oder solche Dinge, ja? Und da ist man immer irgendwie so ein bisschen gefangen gewesen in dem, was man so gemacht hat, wofür man bekannt ist. Das heißt, sowas wie Adel verpflichtet, ne? Das ist so ein Ding, wenn ein gewisses Spiel von dir erwartet wird, dann ist die Enttäuschung immer riesengroß, wenn es nicht genau das ist, was die Menschen von dir erwarten. Ja, wir haben auch sehr viel experimentiert, nicht nur beim Setting, auch bei anderen Sachen. Bei Kampfsystemen haben wir sehr viel rotiert und so weiter. Und das heißt, jedes Mal, wenn man die Mathearbeit abgegeben hat, hatte man immer das Gefühl, naja, müsste ja jetzt klappen oder nicht oder so, ne? Und das wurde mit der Zeit immer schwieriger vorauszusehen.
Bei Elex hatten wir tatsächlich 2,5 Jahre Marketing gemacht. Das heißt also mit Menschen gesprochen, den Leuten das gezeigt. Guck mal, wir sind jetzt beim neuen Publisher. Wir haben jetzt ein anderes Setting. Das Spiel heißt jetzt anders. Es ist jetzt Elex. Ist jetzt nicht mehr die Risen-Reihe oder sowas. Ja. Und solche Dinge haben natürlich die Leute dann auch sofort kritisiert, weil Kritiken sind immer sofort sehr laut momentan. Und trotzdem hat sich das durchgesetzt. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem weiß man das vorher, kann man das vorher berechnen. Ja? Wir waren auf jeden Fall Jahrzehnte bekannt jetzt für unser Spiel Gothic, ja, unsere Gothic-Reihe. Und das ist auch ein Ding, das immer wieder vorkommt. Das heißt also, da wird man auch immer wieder nachgefragt und wird auch immer wieder damit verglichen auch und vor allem mit den aktuellen Titeln, die dieses gleiche Thema aufgreifen und so. Ein sehr komplexes Thema, das lässt sich nicht so einfach beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich freue mich darüber, dass eine Bude aus Deutschland jetzt abräumt, ja, weil das sah ja jetzt gerade dieses Jahr für viele nicht so toll aus. Und das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte und Stimmt. das freut mich besonders, ja. Ja, danke dir. Ja, ich meine, wir haben natürlich auch versucht, Marketing und solche Sachen zu machen. Also nicht nur versucht, ich glaube, es hat bestimmt geholfen. Wie gesagt, First Time Publishing war sicherlich spannend, das irgendwie auch noch nebenbei, neben dem Spiel zu machen. Aber ja, eine wirkliche Garantie gibt es auf jeden Fall nicht. Wir waren vielleicht dann weniger vorbelastet, so Leute sortieren uns ein in Schublade X und wir müssen jetzt auch X liefern, sonst sind Leute enttäuscht. Das hatten wir jetzt so noch nicht, weil wir haben vorher Hotlights gemacht, was auch erfolgreich war, aber glaube ich jetzt nicht ganz so weit bekannt vielleicht, wie sowas wie Gothic jetzt hier, gerade im deutschen Raum auch, aber nicht nur, ja. Also ich glaube, da gibt es einfach nochmal eine eingeschworene Fangemeinde als jetzt bei Portal Knights, also ist auch eine Community, aber vielleicht insgesamt, ja, einfach andere Liga, ich kann es nicht sagen, woran es dann liegt, hat auch ein jüngeres Publikum angesprochen vor allen Dingen. Das heißt, da gab es jetzt wenig Gegenwind sozusagen, was anderes zu machen. Und wir, naja, das Ziel war ja auch nicht, was komplett anderes zu machen, sondern halt was Erwachseneres sozusagen zu machen, weil es ja damals auch ein bisschen aufgefallen ist bei Portal Knights, dass es gar nicht so viele Kinder am Ende nur gespielt haben, sondern auch eine Menge Erwachsene Spaß dran hatten und wir so das Gefühl hatten, so, vielleicht sollten wir ein Spiel machen für ein relativ großer Teil unserer Audience, die wir mit Portal Knights erreicht haben. Und eins zu machen, was halt noch viel mehr auf deren Geschmack passt, potenziell. Ja. Also das war so ein bisschen das Ziel dahinter auch. Und halt, ja, ein bisschen auch aus den Fehlern natürlich zu lernen da. Kann Ja, man aber also. natürlich da ziemlich gut sehen. Ihr habt Portal Knights gemacht. Das war, wie du sagst, für eine sehr jüngere, breitere Zielgruppe vielleicht, aber ihr habt ja echt viele Leute mit Portal Knights erreicht. Was mir mal wieder auffällt, und das ist auch sowas, wie Björn es gerade gesagt hat, was ist eine Erwartung an ein Studio? Dafür muss man das Studio erstmal kennen. Ich glaube, Björn, als ihr mit Piranha Bytes die Spiele gemacht habt, da hat jeder gewusst, Piranha Bytes, klar, kenne ich, eins der bekanntesten Studios in Deutschland. Keen ist auch mit der Vorgeschichte Neon, hat ihr auch schon ein Studio, wo ihr eigentlich auch mit zu den ersten Firmengründern wirklich mit ernstzunehmenden Games-Unternehmen in Deutschland gezählt habt. Also mal in, sag ich mal, in Könnte der man moderneren Zeit, ja. Und da seid ihr ja auch sehr, sehr lange dabei. Aber selbst ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, Keen Games, Keen Games, wer ist das nochmal? Wo sitzen die nochmal? Und dann habe ich gesagt, die haben Portal Knights gemacht. Ach, das habe ich gespielt. Oder da, das hat mein Kumpel gespielt oder so. Also wirklich fast jeder, den ich gefragt habe, hat Portal Knights gespielt, hat euch aber nicht so gekannt. Und wie du es gerade sagst, war das vielleicht in dem Fall sogar gut, dass ihr nicht festgelegt wart schon, aber trotzdem natürlich die ganze Portal Knights-Erfahrung hattet. Wie viel Portal Knights steckt denn drin in Enshrouded? Ist das Also, irgendwie eine Art geistiger Nachfolger oder ist es ein ganz anderes Spiel, so das ist aus eine deinem sehr Gefühl von der spannende Frage, Entwicklerseite? ja. Das habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich. Ja. Es steckt schon, steckt auf jeden Fall eine Menge Erfahrung drin, sage ich mal so. Von der reinen Entwicklung her haben wir natürlich dann irgendwie doch alles neu gemacht am Ende des Tages oder fast alles. Ja. Wir hatten erst noch gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen können als Starthilfe, aber ja, Open World und solche Sachen ist dann doch schwieriger, als man denkt, so naiv, wenn man so anfängt. Aber ja, inhaltlich gesehen ist es halt auch eine veränderbare Welt, wie bei Portal Knights, eine voxelbasierte Welt, wie bei Portal Knights. Wir haben so ein bisschen Action-Rollenspiel-Aspekt für den Combat und Klassenspezialisierung und sowas. Also die Themen waren so ein bisschen schon da, aber es war halt dadurch, dass Portal Knights halt mehr auf ein junges Publikum ausgerichtet war, auch alles.
ja, leichter, der kommt, wir haben mehr Button-Mashing, also alles so ein bisschen, wo man halt ein erwachseneres Publikum nicht so gut mit erwischen kann dann letzten Endes. Also zu seicht kann man vielleicht dann sagen, oder zu verspielt vielleicht an einigen Stellen. Und ja, aber wir haben halt versucht, halt in vielen Bereichen halt das zu verbessern, was wir als Schwächen gesehen haben bei Portal Knights, also dass sich die Welt nicht wie eine Welt angefühlt hat für unseren Geschmack. Es war halt, ja, wie das Thema bei Portal Knights, eben so eine fragmentierte Welt, die war in Inseln zerrissen quasi. Aber dadurch hat es sich halt eben auch mehr angespielt, wie von Level zu Level sich weiterzuspielen, als jetzt wirklich eine geschlossene Welt zu erforschen, die sich wie so ein Ort anfühlt, der auch so ein bisschen eine Vergangenheit hat und sowas. Also das war uns zum Beispiel ein wichtiger Faktor, aber auch viele andere Sachen. Also wir haben schon versucht, inhaltlich, also von den Erfahrungen, vom Design her darauf aufzubauen, auf dem, was wir da auch mitgelernt haben quasi. Und ist ja auch was, wo wir uns als Studio gesagt haben, das ist halt die Richtung, in die wir uns weiterentwickeln wollen. Auch ein Grund, warum uns nicht so viele kennen, ist halt, dass wir sehr viele Work-for-Hire-Produkte gemacht haben in der Vergangenheit. Also wir Also haben Auftragsarbeiten. genau, ja, kann so auf Deutsch sagen, genau. Wir haben mit vielen verschiedenen Publishern in der Vergangenheit gearbeitet, sich mit Ubisoft, Konami, Disney und so weiter, um halt mit bestehenden IPs ein Spiel zu machen für eine andere Plattform oder für eine andere Zielgruppe und solche Sachen. Gibt es ganz viel da draußen. Aber das ist halt eben was, wo sich selten dann der Entwickler sozusagen im Vordergrund steht, sondern halt natürlich das Spiel. Und das ist ja auch insgesamt das, was interessanter ist, war jetzt auch bei Portal Knights sicherlich das Interessantere. Ich meine, das hat auch wirklich sich gut verkauft über die Zeit. Also wir haben, glaube ich, mehr als 3,5 Millionen Stück verkauft von Portal Knights. Aber war jetzt halt nichts, wo jetzt der Entwickler so im Vordergrund steht im Endeffekt auch. Und auch bei Enshrouded war uns jetzt ist wichtig, dass die Leute halt das Spiel mögen, das Spiel interessant finden und ja, dann, ob man als Entwickler so bekannt ist, ist jetzt auch nicht so wichtig am Ende des Tages. Also die Hoffnung ist natürlich schon, dass man so ein bisschen mehr für ein Genre dann auch bekannter wird oder sich da einen Platz erarbeiten kann, so wie ihr das mit Gothic und Risen und so weiter ja auch gemacht habt und Elix. Das waren früher halt sehr unterschiedliche Produkte in sehr unterschiedlichen Genres und dementsprechend auch immer andere Zielgruppen quasi, so ein bisschen. Also, wir haben Dance Dance Revolution Spiel gemacht mit Konami und Disney zusammen, ja, oder Anno auf der Wii, ja, was halt auch ein bisschen exotisch ist, oder auf dem Nintendo DS, was auch sehr gut gelaufen ist, aber halt einfach eine sehr andere Zielgruppe anspricht und dann, ja, sehr, sehr unterschiedliche Produkte in sehr verschiedene Richtungen und vielleicht auch einfach zu viel verschiedene Richtungen. Ich glaube, es hat uns auf jeden Fall geholfen, als Studio so ein bisschen ja, in vielen Genres Erfahrungen zu machen und davon halt so das Beste mitzunehmen, dann auch ein bisschen. Aber wir haben uns halt irgendwann gesagt, wir wollen halt wieder mehr Produkte machen, neue IP, wo wir halt eben selber das Produkt auch dann wirklich im primären designen können und dann aber auch mehr Spiele für uns zu machen. Das war halt auch sowas, was in der Vergangenheit oft war. Man macht halt so ein Spiel für die Zielgruppe, die ist man aber nicht selbst. Ja. Ich meine, ich kann jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich der beste Dance Dance Revolution Spieler wäre oder sowas. Trotzdem Ich würde es mir gerne vorstellen, war aber ich mit ehrlich dafür gesagt. zuständig für das Produkt, ja. Hat auch eine Menge Spaß gemacht, so ist nicht. Aber ja, es ist halt einfach was, wenn man ein Spiel macht, was man halt mehr sagen kann, das macht man für sich auch ein gutes Stück weit. Dann funktioniert es, glaube ich, unterm Strich einfach auch besser, was zu machen. Björn, guck mal, Wenn man ich das Gefühl hat, glaube, das ist auch die so, oder? Antwort ist, es ist ein geistiger Nachfolger von Portal Knights. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, Anthony, man merkt, eure ganze Erfahrung und die Richtung, aus der ihr kommt und wo ihr hingeht, haben sich schon am Schluss da irgendwie in dem Spiel gefunden. Auch wenn du jetzt sagst, also ich würde es jetzt sozusagen von außen betrachtet amateurhaft zusammenfassen als Portal Knights für Core Gamer, die ihr selber auch seid. Mal ganz blöd gesagt, würde mich schon überzeugen, wenn ich das hören würde, würde ich sagen, ja, das kann was werden. Denn ich glaube, was das Besondere auch hier dran ist, ihr habt vorher ein Spiel gemacht für eine sehr breite Masse, aber ihr habt immer Bock auf die Core Games gehabt und da kamt ihr her. Und das war deswegen nichts, worauf ihr keine Lust hattet oder so. Aber es ist der komplett andere Fall, wo wir gerade bei den Geheimtricks sind, wie man es sozusagen zum Erfolg schafft. Es ist eben nicht der Fall, dass ihr gesagt habt, okay,
wir sind irgendwie, keine Ahnung, mehr im General Interest Bereich unterwegs oder mehr für Casual Spieler. Aber wir wollen da jetzt mal rein in diesen mysteriösen Core-Markt und irgendwie gucken, wie läuft denn das? Und dann dahin gehen, weil die Leute stehen doch auf bestimmte Sachen. Nein, das wart ihr eben selber und ihr kamt daher und ihr wolltet sozusagen wieder mehr dahin. Da kann man schon irgendwie, finde ich, was sehen an Geschichte. So mein Zwischenfazit wäre, es ist kein Zufall gewesen, dass das Spiel erfolgreich ist. Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch rausfinden, um die enttäuschten Publisher sich anzuschauen oder anzuhören. Ist es garantiert so, wenn man sowas macht? Und vielleicht, Björn, kannst du da nochmal was zu sagen? Denn jetzt mal sozusagen im Gegensatz, das Studio, was wirklich von, ich sag mal, von Projekt zu Projekt eine Fanbase mitnimmt und nicht sie sozusagen ein bisschen wechseln muss, wie es jetzt bei Keen der Fall war. Fühlt man sich da schon in gewisser Weise sicher und sagt, jo, das wird was, oder knabbert man sich trotzdem die Fingernägel ab, wenn man irgendwie sieht, da ist es der Release? Das ist immer so, man weiß nicht. Das ist immer eine Wundertüte und es ist auch immer eine andere Voraussetzung und auch eine andere, sag ich mal, anderes Umfeld. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr hattet Angst vor Palworld, ja, das hat euch wohl offensichtlich keinen Abbruch getan. Im Fall von Elex 2 war das Problem, dass gleichzeitig Horizon Forbidden West und auch der Brecher Elden Ring rauskam, ja, und das hat natürlich bei uns schon ordentlich Federn gelassen, weil dann tatsächlich in unserem Fall das dazu geführt hat, dass wir halt nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das weiß man immer nicht, das kann man nicht sagen. Das ist, der Markt ist mittlerweile sehr, sehr, sehr wirsch geworden und sehr wild, ja, gerade wenn es so diese mittelgroßen Studios sind, die jetzt nicht so die ganz großen sind und so, und als so ein mittelgroßes Studio jetzt bei den großen mitzuspielen, wie du das jetzt formuliert hast, Jan, das ist schon aller Ehren wert. Also da muss man sagen, wow, Hut ab. Ne? Finde ich ein schönes Zitat auch zu sagen, es ist wirklich sehr wild, es ist ein Dschungel da draußen, Ja. du kannst keine Garantien haben. Ich meine, man weiß es ja selbst, so ein Hollywood-Film, auf einmal floppt irgendwas und alle haben gedacht, das wird ganz toll. Also Ja. bei kreativen Sachen gibt es niemals diese Garantie, aber man kann natürlich sicher Dann würde sein, ich. man konnte früher auch mehr sicher sein mit Marketing und so weiter, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, also von meiner Seite das Endfazit wäre so ein bisschen: So ein geiler Titel ist kein Zufall. Der hat aufgebaut auf ganz vielen Dingen, die davor passiert sind. Aber eine Garantie ist es nie und sicher fühlt man sich nie damit. Man ist immer mega nervös. Es kann in der letzten Minute irgendwas kommen, ein Müssen Konkurrenztitel, irgendwas. Wir haben jetzt gar nicht so sehr über unser Game gesprochen. Wir hatten ja mit Atlas Fallen auch einen Release von einem Spiel, wo wir über 3 Jahre daran gearbeitet haben. Wir hatten tatsächlich das, was Anthony gesagt hatte, mit dem Reviews drehen, gerade auf Steam. Auf Konsolen hatten wir nicht so das Problem. Da war das solide und gut, aber auf Steam hatten wir das Problem, dass wir eine, ja, Verkettung von unglücklichen Umständen hatten. Das Spiel wurde vom Release-Zeitpunkt zuerst in den asiatischen Ländern released. Das war einfach so eingestellt bei Steam, hat keiner groß drüber nachgedacht. Die haben die Spielformel nicht verstanden am Spielanfang. Der Spielanfang braucht so ein bisschen, bis man versteht, wo das Spiel hin will. Und dann haben sie negative Reviews dagelassen, weil wohl gerade in China oft die Steam-Seite das einzige Forum ist, wo Leute sagen können, was sie vom Spiel halten und sich dann da oft gerade mit negativen Daumen runter einfach mal erklären, was sie nicht gut fanden. Und dann ist das Spiel mit unglaublich schlechten Steam-Reviews gestartet, als dann die Release-Zeitpunkte in Europa waren und hat das dann ganz lange mitgeschleppt. Inzwischen sind die sehr hoch. Also ich meine, wir waren am Anfang bei 40, wir sind jetzt so bei 75, Exakt, ja. 76 recent. Und das ist ja fast das Doppelte. Also das ist schon ziemlich übel, weil das natürlich direkt in die Sales reingeht. Das heißt, es ist direkt in den Verkäufen zu sehen, wenn ich mich für ein Spiel interessiere, ich bin neugierig, ich habe mich darauf gefreut und ich sehe, das hat eine 40er Bewertung auf Steam, dann denke ich mir, um Gottes Willen, schnell weiter. Es gibt genug andere tolle Spiele. Und wenn dann auch noch sowas kommt wie irgendwie, was hatten wir? Wir hatten dann Baldur's Gate 3. Dann fragst du dich halt, Kleines sollte ich mir das Spiel. geben? Und so kann es halt auch gehen, ja. So, und das sind dann Sachen, mit denen man halt nicht rechnet. Andere Fehler beim Spiel kennt man vielleicht hier und da, weiß, ja, das ist hoffentlich den Spielern nicht so wichtig, weil das ist vielleicht nicht das Beste geworden, aber das ist toll geworden. Hoffentlich finden die Leute das toll. Das kann man einschätzen, aber die anderen Sachen so gar nicht.
Ja, ich meine, zum Thema Release Windows ist halt auch immer sehr schwierig. Ich meine, das ganze Jahr ist voll, es werden unglaubliche Massen an Spielen released jedes Jahr. Selbst jetzt in den Monaten wie Januar oder Februar, wo halt einfach generell ja noch nicht gerade High Life ist oder die Hochphase gerade rum ist mit Weihnachtsgeschäft, kommen halt auch genug immer wieder dicke Sachen um die Ecke, die ja, also die Ruhe, die es vielleicht auch früher mal gab, da so einen Zeitpunkt zu finden, wo jetzt gerade dann die Aufmerksamkeit nur bei einem selbst ist, das ist heutzutage, glaube ich, schon ziemlich schwierig geworden, so insgesamt, abgesehen davon, dass sich auch ständig irgendwas verschiebt dann zu einem Überfluss. Ja. Es ist schwierig und umso geiler, dass ihr so einen schönen Release hattet und immer noch habt und dass es so toll läuft. Ich glaube, wir können euch nur beglückwünschen dafür, dazu. Danke, Und danke. ist auch einfach für uns natürlich toll. Ich glaube, das ist auch immer so eine Sache. Sind wir jetzt sauer? Haben jetzt die Konkurrenten von Keen irgendwie ein tolleres Spiel gehabt als wir? Ich glaube, wir sind alle einfach so mega glücklich, immer zu sagen: Hey, guck mal, aus Germany, von Leuten, die wir kennen, die wir mögen, ihr seid erfolgreich. Also ich glaube eher, also wir zeigen euren Erfolg rum, so ein bisschen mit als, guck mal, was wir hier als Branche, als Standort können. Ja, ist, glaube ich, eher die Richtung. Deswegen, ich glaube, wir sind echt happy. Wir freuen Ist ja uns für euch. generell in der deutschen Branche immer sehr freundlich, würde ich mal sagen. Ja, egal, wer gerade jetzt irgendwie im Scheinwerferlicht stand, ist es Ja. immer gut. Ich meine, es ist halt über Jahre gewachsen und mittlerweile halt echt auch eine relevante Menge an kritischer Masse an Entwicklern hier in Deutschland. Und ja, es ist auf jeden Fall nur gut, wenn es irgendwo vorangeht, in welchem Bereich auch immer. Und daher trotzdem danke. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und auch an euch. Wir haben jetzt ein bisschen hier über einen tollen Release gesprochen, aber wir haben viele, viele Sachen noch angesprochen. Mal so zwischendrin, wo liegen die Schwierigkeiten? Was weiß man? Gibt es Trends, auf die man setzen muss? Wie kommt man klar, wenn man was Neues wie jetzt Open World macht, die du gerade gesagt hast, Anthony? Also, wir sind neugierig. Was interessiert euch? Was habt ihr für Fragen? Was würdet ihr gerne für Themen noch mal ein bisschen im Detail erklärt haben von uns? Also, schreibt uns in die Kommentare und sagt Bescheid, wo sollen wir das nächste Mal hin? Ansonsten schaut uns gerne wieder zu oder hört uns zu bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.